Meine Damen und Herren, ich werde einen Vortrag halten, der sich in 5 Teile gliedert, nämlich zunächst spreche ich über einen theoretischen Rahmen, 1, keine kulturelle Orientierung ohne historische Erinnerung. Ich komme dann zum zweiten Teil des Vortrags, theoretischer Rahmen 2, Erinnerungskultur ist nicht Geschichtswissenschaft, Mémoire contre Histoire. Dann komme ich zum praktischen Beispiel oder zum konkreten Beispiel der verlorene Gründungsmythos der athenischen Demokratie. Und immer noch in der Antike das gespaltene kulturelle Gedächtnis der athenischen Demokratie und die autonomisierte Wissenschaft Historie. Ich werde schließen im 5. Teil meines Vortrags mit der Bedeutung, mit dem kulturellen Wert der autonomisierten Historie und werde eingehen kurz darauf, wovon sie bedroht ist heute. Wir leben als soziale Wesen innerhalb von kulturellen und zeitlichen Horizonten und müssen uns darin orientieren. Andernfalls würden wir lebensuntauglich. Das Wort orientieren enthält den Orient. Wenn festgestellt ist, wo der Osten ist, dann sind automatisch alle anderen Himmelsrichtungen fixiert. Orientierung heißt Festlegung der Richtung. Was festgelegt ist, kann nicht mehr beliebig verändert werden. Orientieren heißt Beliebigkeit ausschalten, folglich die Flexibilität reduzieren. Inflexibilität ist ein hohes Gut. Sie ist ein Produkt der Kultur, denn die Natur macht uns so flexibel wie Amöben oder wie Quark. Keine Gesellschaft ist imstande zu überleben, wenn sie nicht auf Richtungen festgelegt ist. Die Kultur pflockt unsere kardinalen, normativen und geistigen Eckpunkte fest und setzt uns moralische, rechtliche und politische Schranken. Sie orientiert uns, indem sie uns normativ festlegt. Meine Damen und Herren, jede Gesellschaft wird von Normen fest zusammengehalten, oberflächlich gesehen. Aber hinter den Normen stehen Wertideen, also Ideen und Prinzipien, die für uns unverhandelbar fundamental sind, also Werte darstellen, an sich aber Wertideen sind. Solange uns diese Wertideen wichtig sind, werden wir an den Normen festhalten. Wenn die Frauen dieselbe Rechte haben, als Personen in der Öffentlichkeit zu erscheinen wie die Männer, dann müssen sie auf dieselbe Weise ihr Gesicht zeigen. Wer Person ist, hat das Recht auf ein Gesicht und hat die Pflicht, das öffentlich zu zeigen. Dann müssen aber Burka und Niqab in Europa verboten werden. Das Verbot muss die Norm sein. Denn die Wertidee hinter der Norm ist die politische Gleichheit der Geschlechter. Wenn dieses Prinzip fällt, dann wird die Norm unbegründbar und dann darf man Frauen das Gesicht verhängen und sie zu Hause einsperren. Aber wir können die Werte nur verteidigen, wenn wir sie nicht allein kennen, sondern um ihre historische Bedeutung wissen. Amnesty International, wie Sie wissen, verteidigt das Recht, jeder Frau die Burka zu tragen. Diese Organisation vertritt eine menschenrechtsfeindliche Position. Grund: Sie hat die kulturelle Orientierung verloren. Sie hat vergessen, welche Wertidee hinter der Norm des freien Gesichtes steht, nämlich die Person als Subjekt von Rechten. Das Vergessen ist gravierend. Mit demselben Recht, welches erlaubt, die Burka zu tragen, kann jemand seine eigene Freiheit verkaufen und sich in Sklaverei begeben. Das war in der Philosophie der Aufklärung im 18. Jahrhundert hart umstritten. Wieso soll ein Mensch seine Freiheit nicht dazu gebrauchen dürfen, diese Freiheit zu verkaufen? Schließlich obsiegte das Nein. Wenn nämlich die rechtliche Selbstbestimmung
jedem Menschen erlaubt, sich in Sklaverei zu verkaufen, dann wird es spätestens in 3 Jahrzehnten in Europa wieder massenhafte Sklaverei geben. Und warum? Weil wir zwar gelernt haben, dass der Artikel 1 der Menschenrechte unhintergehbar sein soll. Aber wir haben vergessen, warum. Die kulturelle Amnesie würde uns um unsere rechtliche Freiheit bringen. Barbarei und Vergessen hängen also zusammen. Wieso? Weil die Zukunftschancen jeder Kultur überhaupt daran hängen, ob ihre Menschen sich der beiden fundamentalen Gesetze der kulturellen Existenz bewusst sind. Das erste Gesetz der kulturellen Existenz lautet: Alles ist verlierbar. Wir können das wissenschaftliche Denken wieder verlernen. Die Emanzipation der Frau kann den nächsten Generationen vollkommen abhanden kommen. Die Religionsfreiheit kann vollständig verschwinden. Sobald die repräsentativen Demokratien sich auflösen, werden die Bürgerrechte gegenstandslos und die Menschenrechte werden sinnlos. Und die Generationen, die dann heranwachsen, werden den Verlust nicht einmal wahrnehmen, weil er für sie bedeutungslos sein wird. Denn im Wandel, im kulturellen Wandel, verändern sich die Sinnsysteme. Das zweite Gesetz der kulturellen Existenz betrifft die Kosten. Nichts auf dieser Erde ist umsonst. Alle kulturellen Errungenschaften werden teuer erkauft, mit hohem Einsatz und zäher Mühe, oft mit entsetzlichen Opfern. Die republikanische Staatsform ebenso wie der Religionsfriede. Der Rechtsstaat ebenso wie die Friedensordnungen. Die Demokratie ebenso wie die Menschenrechte. Um die Sklaverei abzuschaffen, musste der Norden der USA einen äußerst blutigen Bürgerkrieg führen und mussten die Briten und Franzosen in Afrika ständig militärisch agieren und Afrika quasi unter Protektorat stellen. Wer diese Kosten ignoriert, dessen kulturelles Bewusstsein liegt auf einem relativ niedrigeren Niveau als dasjenige von Angehörigen sogenannter primitiver Kulturen. Denn noch die einfachste Kultur hält Mythen bereit, um ihren Mitgliedern bildhaft vor Augen zu führen, dass nichts selbstverständlich ist und dass die Ordnung, in der sie leben, eine gestiftete ist. Sei es von Göttern oder Heroen. Vielen Dank. Die Mythen machen den Menschen bewusst, dass alle kulturellen Errungenschaften mühevoll und mit hohen Opfern erlangt wurden. Wer in unserer europäischen Kultur jene Kosten ignoriert, der ist auch nicht dankbar für die gigantischen Kulturleistungen, derer wir uns stündlich bedienen. Denn kultureller Reichtum ist vor allem akkumulierter Reichtum über die Generationen hinweg. Der Austausch zwischen den Kulturen ist demgegenüber sehr geringfügig. Deswegen verlangte Immanuel Kant Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren. Zitat: Dankbarkeit ist Pflicht. Punkt. Undankbarkeit ist eine Form von kultureller Amnesie. Wer weder die Kosten bedenkt, noch die Verlierbarkeit im Auge hat, der streunt als Troglodyt durch seine Lebenswelt, welche er für so naturgegeben hält wie der Bär den Wald, als amnestischer Barbar. Wenn wir also uns an die Kosten erinnern, die nötig waren, damit wir hier in Freiheit miteinander reden können, dann bekommen unsere Normen und unsere Wertideen ihren tieferen Sinn. Über den Normen stehen Wertideen, aber hinter diesen steht eine Geschichte. Wertideen geben zwar die Antwort auf die Frage, warum Normen gelten sollen, aber erst die Geschichte warnt uns. Sie sagt, was uns droht, wenn wir bestimmte Normen preisgeben.
Bleiben wir beim Artikel 1 der Menschenrechte. Die weltweite Abschaffung der Sklaverei war nur möglich, weil eine sehr entschlossene Bewegung in der englischen und auch in der amerikanischen Gesellschaft sich unentwegt dafür einsetzte. Die Idee, wofür sie eintraten, war das unverlierbare Recht aller Menschen auf Freiheit. Wenn eines Tages diese Wertidee, verankert im Artikel 1 der Menschenrechte, nicht mehr gilt, dann kann man legitimerweise die Sklaverei wieder einführen. Und diese Wertidee wird ihre Geltung verlieren, sobald wir vergessen haben, was Sklaverei ist und wie schwer es war, sie zu beseitigen. Offensichtlich brauchen wir als politische Wesen nicht nur feste Wertbezüge, sondern wir müssen wissen, wie diese Wertbezüge angekettet sind an Haltepunkte in der Vergangenheit. Nur durch dieses Wissen sind wir imstande, die Wertbezüge über Jahrhunderte hinweg zu behalten und nicht zu verlieren. Konsequenz: Wir müssen unterscheiden zwischen Orientierung und historischer Erinnerung. Der Unterschied lässt sich plastisch vorführen. Sogar bei bestem Willen kann unser Handeln richtungslos und kriminell werden, wenn man unser Erinnerungsvermögen lahmlegt. Ein unbeachtet gebliebener amerikanischer Film namens Memento aus dem Jahre 2000 zeigt einen Mann, der die Fähigkeit, neue Erinnerungen aufzubauen, völlig verloren hat. Er vergisst binnen 5 Minuten alles. Er ist daher beliebig manipulierbar und die es wissen, gebrauchen ihn als Killermaschine. Ohne Gedächtnis ist der Einzelmensch eine Maschine, ein seelenloser Apparat, der in vollkommener Unschuld die schrecklichsten Verbrechen anrichtet. Und das gilt mutatis mutandis auch für menschliche Kollektive. So erzählt George Orwell in seinem Roman 1984, wie die Diktatur der Zukunft ständig die politische Vergangenheit umschreibt und damit das kollektive Gedächtnis der Untertanen verflüssigt. In der Tat, wenn das gelänge, könnte man Menschen programmieren wie Roboter. Ohne unsere Erinnerungen könnte man alles mit uns und aus uns alles machen. Es gibt keine stabile kulturelle Orientierung ohne historische Erinnerung. Diese sagt uns, dass wir wichtige Dinge unbedingt bewahren müssen. Die Erinnerung schützt die Werte und stabilisiert die Normen. Aber was ist kulturelle Erinnerung? Und wie verhält sie sich zur wissenschaftlichen Historie? Damit komme ich zum Teil 2 meines Vortrags. Erinnerungskultur ist nicht Geschichtswissenschaft, Mémoire contre Histoire. Beginnen wir mit einer Unterscheidung. Der erste Theoretiker des kollektiven Gedächtnisses, der französische Soziologe Maurice Halbwachs, trennte bereits die Mémoire collective von der Historie als Wissenschaft, konnte die Trennung aber nicht theorieförmig begründen. Das tat der Althistoriker Alfred Heuss in seiner gewohnten Schärfe. Die Geschichtswissenschaft, behauptet er, sei der Feind der Erinnerung. Ich zitiere: Dieses Verhältnis führt zu dem paradoxen Sachverhalt, dass Geschichte als Wissenschaft, indem sie die Erinnerung vernichtet, sich zwar in der Negation an ihre Stelle setzt, aber positiv sie weder ist, noch ihre Funktion ausübt. Sie erzeugt in Wirklichkeit nur ein Vakuum und belässt dieses zwischen sich und dem Menschen. Die Geschichtswissenschaft sei also der Feind der Erinnerung. Es könnte sein, dass Alfred Heuss sich geirrt hat und ein halbes Jahrhundert später die Sache ganz anders aussieht, nämlich dass die Erinnerung die Geschichtswissenschaft vernichtet. Darüber wäre zu reden und ich werde darüber sprechen am Ende des Vortrags.
Die Memorialtheoretiker Jan Assmann, Chaim Yerushalmi und Pierre Nora sind dem Althistoriker gefolgt. In seinem großen Werk Lieu de Mémoire schreibt Pierre Nora in der Übersetzung: Die Mémoire ist das Leben, stets getragen von lebendigen Gruppen. Hier hören Sie den Anklang an Nietzsche, Geschichte gegen Leben. Die Histoire ist die Rekonstruktion dessen, was nicht mehr ist, immer problematisch und immer unvollständig. Histoire, also die wissenschaftliche Geschichte, ist die unwiderrufliche Verstümmelung des Gedenkens. Sie leiste eine zerstörerische Kritik, um das Gedenken zu zerrütten. Mit einer Spitze gegen Nora schreibt Yerushalmi, wobei er dieselbe Opposition macht: Die Geschichtsschreibung, das heißt die Geschichte als Bericht, Disziplin oder Gattung mit eigenen Regeln, Institutionen und Prozeduren, kann sich weder an die Stelle des kollektiven Gedächtnisses setzen, noch eine alternative Tradition erschaffen, an der teilzuhaben wäre. Das kollektive Gedächtnis ist immer das partikulare Gedächtnis von Gemeinschaften. Von Gemeinschaften, von Gruppen, von Völkern. Das kollektive Gedächtnis, also die Mémoire, dient der kulturellen Orientierung. Es ist bezogen auf eine konkrete Identität. Es stabilisiert Normen und Erwartungen. Und es hilft, die uns umgebenden Dinge zu bewerten. Es ist konnektiv, denn es integriert die Individuen in die Sozialdimension und in die Zeitdimension. Freilich erfordert dieser Zusammenhalt ein Narrativ, eine historische Erzählung, und wäre sie noch so rudimentär. Der Exodus aus Ägypten ist der fundierende Mythos Israels, der Rütli-Schwur die fundierende Erzählung der Schweiz, der Sturm auf die Bastille jenes des revolutionären Frankreich. Ob solche Narrative historisch wahr sind oder nicht, spielt für ihre fundierende Funktion keine Rolle. Und das genau nennt Jan Assmann die Mythomotorik einer Gründungserzählung. Solche memorialen Haltepunkte sind identitätskonstitutiv, verlangen unbefragte Geltung und werden daher tendenziell sakralisiert. Das kollektive Gedächtnis dient also, mit Nietzsche gesprochen, dem Leben von Gemeinschaften. Das heißt aber, es muss verzerren, es muss vereinseitigen, es muss vieles zum Vergessen bringen und es muss sogar verfälschen. Das Verfälschen von Vergangenheit ist also eingebaut in die identitätspolitische Orientierung von Gruppen. Das ist eine mögliche Folge des Dienstes am Leben. Sehen Sie, meine Damen und Herren, und genau das tut die Geschichte als Wissenschaft nicht. Sie dient nicht dem Leben, sondern sie strebt nach Erkenntnis. Als Wissenschaft unterwirft sie sich dem Zwang zur Bewahrheitung. Da die Regeln des Bewahrheitens universale sind, daher universalisierbar, haben die Erkenntnisse einen universalen Anspruch. Unentwegt muss die Wissenschaft Revisionismus treiben, andernfalls gelingt kein Fortschritt beim Erkennen. Zwar kann es durchaus parteiliche Historie geben, denn notwendigerweise nimmt ein Historiker einen Standpunkt ein. Doch auch der parteilichste Historiker wird, wenn er sich an die methodischen Vorgaben hält, genötigt sein, vieles verfälscht zu halten, von dem er wünschte, es wäre wahr. Und er wird vieles für wahr anerkennen, obwohl es ihm nicht behagt. Er wird regelmäßig genötigt, sich gegen das kollektive Gedächtnis von Gruppierungen zu stellen, mit denen er sympathisiert. Ja, sogar den Mythen seiner eigenen Gemeinschaft muss er widersprechen. Insofern Wissenschaft der Erkenntnis dient,
hat sie die Orientierungsmythen der Kultur, auch der eigenen, immer wieder zu destruieren, die Mythisierungen rückgängig zu machen. Die Geschichtsforschung hat sich abgelöst von den Interessen der Nationen, bestimmter sozialer Klassen, Religionen, Geschlechter, Ethnien. Und darum ist es möglich, sie entlang autonomisierter Regeln und Fragen als internationale Disziplin zu betreiben. Als solche kann sie keinem kulturellen Gedächtnis mehr gehorchen. Diesen Zwiespalt hat Friedrich Nietzsche als erster bemerkt. In seiner Schrift Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben von 1874 lehnt er die Historie als Wissenschaft rundheraus ab. Sie will objektive Erkenntnis, folglich dient sie dem Leben nicht, sie ist schädlich. Nützlich ist nur die instrumentalisierte Erinnerung an die Vergangenheit. Sie feuert an. Der Unterschied zwischen Histoire und Mémoire ist also fundamental. Verwischt man diese Differenz, dann diktiert die Gedächtnispolitik der Wissenschaft zuerst, was wichtig ist, und später auch noch, was Wahrheit ist. Damit, meine Damen und Herren, komme ich zum konkreten Beispiel, zum dritten Teil, zum verlorenen Gründungsmythos der athenischen Demokratie. Gründungsmythen sind konstitutiv für das Selbstverständnis ganzer Nationen. So der Rütli-Schwur, so der Auszug aus Ägypten, so die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, so der Sturm auf die Bastille. Mit dem Gründungsmythos setzt sich eine Gruppe oder gar eine Großgruppe, eine Nation, einen absoluten Anfang. Das heißt meistens eine Neukonstituierung von absoluter Geltung. Dieser absolute Anfang stiftet die gemeinschaftliche Identität und sichert sie im Krisenfalle. Der Gründungsmythos mag sehr nahe an der historisch rekonstruierbaren Wirklichkeit liegen, wie zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung der USA. Aber ob wahr oder unwahr, Gründungsmythen wirken, weil das gründende Ereignis semantisch aufgeladen ist bis zum Bersten. Und diese Aufladung mit Bedeutung nimmt nicht ab, solange der Konsens der betreffenden Gemeinschaft bestehen bleibt. Wir Historiker allerdings unterscheiden, was Tatsachen sind und was nicht. Gründungserzählungen werden meistens unpassende Sachverhalte rigoros ausblenden. Sie befördern damit stets auch ein massives Vergessen. Als Beispiel dafür wähle ich das demokratische Athen der klassischen Zeit. Folgt man dem griechischen Historiographen Herodot und den politischen Analysen von Aristoteles, dann wurde die Polis Athen mit den Reformen des Kleisthenes 508, 507 vor Christus demokratisch. Doch die offizielle Tradition der athenischen Polis feierte ein 7 Jahre früheres Ereignis. Sie verehrte die Tyrannentöter, Aristogeiton und Hermodios als Befreier Athens. Auf dem zentralen Platz der Polis Athen, auf der Agora, stand schon am Ende des 6. Jahrhunderts eine auf öffentlichen Kosten errichtete Statuengruppe der Tyrannentöter. Gemeißelt hatte sie Antenor. Wir wissen nicht, wie sie aussah, denn die Perser plünderten 480 vor Christus das verlassene Athen und sie verschleppten die Statue nach Persepolis. Aber schon 2,5 Jahre nach der Vertreibung der Perser, 477-76, ließ die Bürgerschaft auf der Agora eine neue Statuengruppe aus Bronze aufstellen. Kritios und Nesiotes waren die Bildhauer. Auch diese Statuengruppe ist nicht erhalten, aber auf unzähligen Vasenbildern ist sie abgebildet. Ja, mehrere Reliefs kopierten sie beinahe von allen Seiten. Die Basis mit der verstümmelten Inschrift ist noch vorhanden.
Glücklicherweise existieren Marmorkopien aus hadrianischer oder antoninischer Zeit. Sie sind zu sehen im Museum zu Neapel und vor ihnen. Bis tief ins 4. Jahrhundert waren diese beiden die einzigen Bürger, deren Statuen auf der athenischen Agora aufgestellt waren. Ihre Nachfahren erhielten besondere Privilegien. Ihr Grab hatte einen prominenten Platz im Gräberfeld. Der Polemarch brachte jährlich den Tyrannentötern Totenopfer, als hätten sie den Status von Heroen. Ferner wurde ihre Tat in Liedern gefeiert. In mindestens zwei Liedern gelten sie als die Befreier Athens oder gar als diejenigen, die Athen isonom gemacht hatten, also rechtlich gleich. Ein Simonides zugeschriebenes Gedichtsfragment lautet: Wahrlich, ein großes Licht ward den Athenern, als Aristogeiton den Hipparchos tötete, zusammen mit Harmodios. Das ist ein Fragment, die metrische Ergänzung dürfte gelautet haben: und das Vaterland isonom machten. Ein anonymes attisches Trinklied ist weniger verstümmelt und lautet in der Übersetzung von Hölderlin: Schmücken will ich das Schwert mit der Myrte Ranken, wie Harmodios einst und Aristogeiton, da sie den Tyrannen erschlugen, da der Athener gleicher Rechte Genosse ward. Im Griechischen steht wörtlich, als sie Athen isonom machten. Solche Lieder kursierten weit über die soziale Gruppe, innerhalb derer sie anfänglich gesungen oder vorgetragen wurden, nämlich in der ganzen Bürgerschaft. Das Harmodios-Lied war dermaßen bekannt, dass der Komödiendichter Aristophanes es in dreien seiner Komödien erwähnt. Das isonome, tyrannenfreie Athen schuf sich also blitzschnell nach dem Sturz der Tyrannis seine Gründungsheroen. Der Haken ist, diese Geschichte stimmt nicht. Es sind zwei historische Unwahrheiten im Spiele. Erstens töteten die Tyrannenmörder gar nicht den Tyrannen, sondern seinen Bruder. Zweitens führte diese Tötung im Jahre 514 vor Christus mitnichten zum Sturz der Tyrannis. Erst vier Jahre später, 510, beseitigte eine spartanische Intervention unter König Kleomenes die Tyrannis in Athen. Und auch dieser Sturz der Tyrannis brachte nicht die Demokratie. Vielmehr wurde die demokratische Ordnung in schweren Kämpfen erst etwa zwei bis drei Jahre später durchgesetzt. Wie das passierte, lohnt genauer zu besehen. Herodot berichtet über die Zeit nach dem Sturz der Tyrannis, dass im Adel Kämpfe ausbrachen. Wahrscheinlich ging es um die Staatsform der Polis. Jedenfalls gelang es Kleisthenes, einem der Kontrahenten, die athenische Bürgerschaft völlig neu zu strukturieren, die berühmte Phylenreform, und sich damit eine große Popularität zu sichern. Sein Rivale, der Archon Isagoras, rief die Spartaner zu Hilfe. Und nun kam König Kleomenes zum zweiten Male, jedoch mit einem kleineren Heer. Der König vertrieb 700 athenische Familien, die ihm Isagoras nannte. Darauf versuchte als nächstes den Rat in Athen aufzulösen und wollte die Regierungsämter 300 Anhängern des Isagoras übertragen. Herodot berichtet weiter, ich zitiere: Als der Rat sich widersetzte und sich nicht fügen wollte, besetzten Kleomenes, Isagoras und seine Anhänger die Burg, also die Akropolis. Von den übrigen gleichgesinnten Athenern wurden sie zwei Tage belagert. Am dritten Tag kam es zu einer Vereinbarung. Daraufhin mussten die Spartaner die Stadt verlassen. Die Athener aber nahmen die anderen fest, um sie hinzurichten. In Fesseln wurden diese getötet. Was heißt das? Das athenische Volk mobilisierte sich und griff zu den Waffen, um den Rat zu unterstützen. Ein Volksaufstand zur Verteidigung einer neuen Ordnung
eine Revolution zur Abwehr einer Konterrevolution. Mit dieser Mobilisierung trat die athenische Bürgerschaft zum ersten Mal als eigene politische Kraft auf den historischen Plan. Und diesmal begnügten sich die Athener nicht, die unterlegene Bürgerkriegspartei einfach zu vertreiben, wie das üblich war. Sie kriminalisierten die Unterlegenen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Indem sie diese in Fesseln hinrichteten, signalisierten sie, dass es kein Kavaliersdelikt mehr war, eine fremde Macht zu Hilfe zu rufen, um sich im Inneren durchzusetzen, sondern schlicht und einfach ein politisches Verbrechen. Ein Verbrechen an der Polis und an der ganzen Bürgerschaft. Mit dieser Hinrichtung zog die Bürgerschaft eine scharfe Trennlinie zwischen Innen und Außen. Und zugleich schärfte sie den institutionellen Gehorsam blutig ein. Den Institutionen der Polis war zu gehorchen, ihre Beschlüsse waren zu akzeptieren, ob sie einem passten oder nicht. Besieht man die athenische Geschichte näher, entdeckt man, dass dieser Aufstand die einzige größere Mobilisierung des Volkes zur Verteidigung oder Durchsetzung populärer Errungenschaften war, bis zum Sturz des oligarchischen Regimes 411 v. Chr. Der Aufstand lenkte die innenpolitische Ordnung Athens auf eine neue Entwicklungsbahn. Somit hätte er sich hervorragend angeboten, zur Gründungssage der athenischen Demokratie zu werden. Er hätte mühelos eine semantische Wirkung entfalten können, wie die Schüsse von Lexington und Concord und der Sturm auf die Bastille. De facto war der Aufstand ein fundierendes Ereignis, nämlich für uns Historiker, die wir im Nachhinein die Ereignisse sehen. Aber er wurde für die Athener niemals zum Gründungsereignis, weil die athenische Polis ihn nicht in die offizielle Erinnerung aufnahm. Jener Teil der athenischen Führungsschicht, der das politische Selbstverständnis der Polis definierte und rituell inszenierte, nahm diesen Vorgang überhaupt nicht als gründendes Ereignis wahr. Zum Gründungsereignis wurde der Tyrannenmord. Und die Tyrannenmörder wurden zu Gründungsheroen des freien Athen. Was wurde mit dieser offiziellen Erinnerung in die Bedeutungslosigkeit versenkt? Erstens, die athenische Bürgerschaft als kollektiver Held wurde getilgt. Die Gründung der Bürgerfreiheit wurde ihr entrissen und dem adligen Liebespaar Harmodios und Aristogeiton gutgeschrieben. Zweitens, getilgt wurde das Faktum, dass der athenische Adel es nicht aus eigener Kraft vermocht hatte, die Tyrannis abzuschütteln. Eine spartanische Intervention war dazu vonnöten gewesen. Der Großteil des athenischen Adels akzeptierte die neue Ordnung, fügte sich in sie ein und veränderte dementsprechend sein eigenes Selbstverständnis. Er verstand sich nach den gleisthenischen Reformen mehr und mehr als Führungsschicht in einer nun stark institutionalisierten Demokratie. Es war ihm daher sehr daran gelegen, dass man ihn als solche anerkannte. Und es konnte kaum eine bessere Legitimierung geben als den Umstand, dass zwei namentlich bekannte Adlige selber die neue Ordnung gegründet oder unter Aufopferung des eigenen Lebens zumindest maßgeblich mitbegründet hatten. Ein kulturspezifischer Grund kommt noch hinzu, nämlich die Praxis der Amnestie nach einem Bürgerkrieg, nach einer Stasis. Amnestie heißt vergessen, und die Griechen pflegten, Bürgerkriege zu beenden, indem die versammelte Bürgerschaft einen kollektiven Eid leistete. Man schwor, die Untaten während des Bürgerkrieges zu vergessen, also vollständig auf Rache zu verzichten. Was hat nun der Volksaufstand zu tun mit einem Bürgerkrieg?
sehr viel. Wesentliches Unterschied den Volksaufstand 507 vom Tyrannenmord 514. Beide Male verliefen blutige Frontlinien innerhalb der Stadt. Doch die Qualität dieser Entzweiung war grundverschieden. Beim Sturz der Tyrannis, so wie das politische Imaginäre der Polis ihn vorstellte, stellten sich zwei Helden gegen einen Tyrannen, der es als solcher bereits nicht mehr zur Gemeinschaft gehörte, sondern außerhalb ihrer stand. Beim Volksaufstand hingegen verlief die Front zwischen einem kleineren Teil des athenischen Adels und dem Rest der Bürgerschaft. Ein Tyrannenmord war keine Stasis. Der Volksaufstand hingegen enthielt, nach griechischer Vorstellung, den Bürgerkrieg. Denn was König Kleomenes gemacht hatte, Vertreibung von 700 Familien, war ein Staatsstreich von den Ausmaßen eines Bürgerkriegs. Was 507 vor Christus geschah, verdankte sich einem Sieg im Bürgerkrieg. Und der Sieg im Bürgerkrieg galt als der böse Sieg schlechthin, den man tabuierte. Für den Zusammenhalt der athenischen Führungsschicht war es heilsam, den Volksaufstand zu vergessen. Also verschob man das Gedenken an den Ursprung der neuen Ordnung in eine gefahrlosere Zone der Vergangenheit. Eine derartige Verschiebung entschärfte das Risiko, dass die athenische Führungsschicht bei der rituellen Vergewisserung ihrer Bürgeridentität bei den Festen auf eine Vergangenheit stieß, die für einen Teil dieser Schicht schmerzhafte Erinnerungen weckte. Erinnerungen an die schwere und dauerhafte Niederlage und an hingerichtete Verwandte. Es war der französische Historiker Ernest Renan, der 1882 in einem berühmten Vortrag »Was ist eine Nation?« darauf aufmerksam machte, dass Nationen vieles in der Vergangenheit vergessen sollten, weil die Erinnerung an Bürgerkriege eine Nation spalten kann. Ich habe leider das französische Original und nicht die deutsche Übersetzung, also übersetze ich selber, was Renan sagte anlässlich einer Rede, einer berühmt gewordenen Rede, Was ist eine Nation 1882? Das Vergessen und ich würde sogar sagen, der historische Fehler sind ein wesentlicher Faktor bei der Bildung einer Nation. Und somit ist der Fortschritt der historischen Studien oft eine Gefahr für die Nationalität. Die historische Forschung bringt nämlich die Gewalttaten ans Licht, die am Anfang von allen politischen Gebilden geschehen sind. Sogar von jenen politischen Gebilden, deren Folgen die heilsamsten waren. Renans Diktum enthält eine große Wahrheit. Sehen Sie, die Psychoanalyse lehrt uns, Vergessen und Verdrängen seien pathogene Phänomene. Das mag bei Individuen zutreffen, aber in der Geschichte trifft genau das Gegenteil zu. Und genau das lehrt uns Ernest Renan. Ich komme damit zum vierten Teil meines Vortrags, die Gespaltenheit des kulturellen Gedächtnisses. Da die offizielle Erinnerung mit ihren Reden, Monumenten und Riten in Athen dem Volksaufstand keinen Platz gab, konnte er nur in anderen Kommunikationsformen bewahrt bleiben. In den Termini von Jan Assmann ausgedrückt, nicht das kulturelle Gedächtnis bewahrte ihn, sondern das kommunikative Gedächtnis, das mündliche, das man weitergibt, vom Großvater bis zum Enkel. Aus diesem hat ihn der Historiograph Herodot oder seine verlorenen Vorgänger festgehalten, und zwar im Medium der Historie. Und die Historie war von Anfang an eine Diskursform,
die sich der politischen Identitätssicherung nicht fügte. Somit spaltete sich das kulturelle Gedächtnis Athens. Das ritualisierte Eingedenken und die spezialisierte Historie widersprachen einander. Das dürfte uns bekannt vorkommen. In der Bundesrepublik ist das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 eine historische Landmarke. Aber ein breiter Konsens hat verlangt, beharrlich darüber hinwegzugehen, dass die Brüder Stauffenberg sowohl die Menschenrechte als auch die Demokratie ablehnten. Aber das ist für das kulturelle Gedächtnis der Bundesrepublik egal. Das kulturelle Gedächtnis benötigt Helden des Widerstandes gegen die NS-Diktatur. Und das waren die Attentäter auf jeden Fall. Am Ende des 5. Jahrhunderts unternimmt der Historiker Thukydides eine totale Demontage der Tyrannentöter. In seinem berühmt gewordenen Buch »Der Peloponnesische Krieg« schreibt er, ich zitiere, »So meinen zum Beispiel die meisten Athener, Hipparchos sei von Harmodios und Aristogeiton als Tyrann erschlagen worden und wissen nicht, dass Hippias als der älteste der Peisistratos-Söhne herrschte und Hipparchos und Thessalos seine Brüder waren.« Thukydides entwertet das Attentat doppelt. Erstens hätten die Tyrannentöter aus privaten Motiven gehandelt, nicht aus politischen. Zweitens hätten sie ihre Tat miserabel geplant und durchgeführt. Sie verdienten überhaupt nicht, als Heroen verehrt zu werden. Damit positionierte sich die sich autonomisierende Historie gegen die Memoire der Polis. Die Historie orientierte sich am Ideal einer objektiven Wahrheit. Das offizielle Eingedenken der Polis hingegen feierte die Tyrannentöter in öffentlichen Ritualen und Monumenten. Dieses Eingedenken ist, wenn man die Maßstäbe des Historikers anlegt, pure Geschichtsklitterung. Und die entstehende wissenschaftliche Historiografie ist frech genug, diese Unwahrheit offen zu benennen. Außerdem berichtet Thukydides, dass die Athener zugleich die Wahrheit wussten und zugleich ihren gedächtnispolitischen Mythos glaubte. Ich zitiere weiter. Denn das Volk wusste vom Hörensagen, wie die Tyrannis des Peisistratos und seiner Söhne gegen Ende drückend geworden war, dazu nicht einmal von den Athenern selbst und Harmodios gestürzt worden war, sondern von den Spartanern. Dieses Hörensagen ist ungefähr das, was Jan Assmann das kommunikative Gedächtnis nennt. Thukydides behauptet also, die Athener hätten zugleich an zwei gegensätzliche Versionen von der Befreiung ihrer Polis geglaubt. Einerseits das, was sie vom Hörensagen wussten, andererseits das, was die politischen Rituale als offizielle Wahrheit choreografierten. Und diese gedächtnispolitische Wahrheit rankte sich um die beiden Statuen auf der Agora. Thukydides schrieb das am Ende des Peloponnesischen Krieges. Wenige Jahre zuvor hatte der Dramatiker Aristophanes seine Komödie Lysistrate auf die Bühne gebracht, wahrscheinlich im Frühjahr 411 vor Christus. Dort fordert die Protagonistin Spartaner wie Athener auf, den Krieg zu beenden, und dabei zählt sie auf, welche Wohltaten beide Städte jeweils vom Gegner empfingen. Erstaunlicherweise greift sie nicht nach Beispielen aus dem Mythos, sondern sie zitiert historische Ereignisse. Und sie ermahnt die Athener, der Invasion zu gedenken, mit der König Kleomenes 99 Jahre zuvor die Tyrannis in Athen stürzte. Das klingt so in der Übersetzung von Sieger. Wisst ihr's nicht mehr, wie die Spartaner kamen, zur Zeit, wo ihr den Sklavenkittel trugt und der thessalischen Männer viele erschlugen und viel von Hippias Helfern und Verschworenen? Die einzigen, die an jenem Tag euch halfen, die euch befreit und statt des Sklavenkittels sein Bürgerkleid
dem Volk zurückgegeben. Lysistrate spricht scharf und deutlich aus, dass Athen die Befreiung den Spartanern verdankte, im Dionysos-Theater vor mindestens 20.000 athenischen Bürgern. Auch wenn diese Erinnerung peinlich war, schockierend war sie keinesfalls. Der Dichter konnte daran erinnern, weil die Athener darum wussten. Freilich wurde die Ruhmestat von Aristogeiton und Harmodios zu mythogenen Fake, zumindest für die Dauer der Komödie. Damit komme ich zum Schluss und zum fünften Teil meines Vortrags. Der Wert der autonomisierten Historie und wovon sie bedroht ist. Unsere historische Wissenschaft ist eine Fortsetzung jener Historiographie, die bei Herodot beginnt und bei Thukydides und Polybios eine intellektuelle und theoretische Höhe erreicht, die maßstäblich geworden sind. Erstens die unbedingte Orientierung auf die Wahrheit. Zweitens eine entschiedene Hintanstellung der eigenen moralischen Maßstäbe. Drittens eine beachtenswerte Neutralität bei der Beschreibung des Fremden und bei der Beschreibung des Feindes. Viertens eine enorme Neugier für das Fremde und ein reiches Inventar an Begriffen, um kulturelle Differenzen zu beschreiben. Fünftens, eine konzeptuelle Anstrengung, das historische Geschehen als immanente Prozesse zu begreifen. Immanente Prozesse heißt ohne Götter und ohne Transzendenz. Diese Autonomisierung war möglich, weil in der griechischen Polis multiple Erinnerungsformen koexistierten, die zwar miteinander konkurrierten, sich aber gegenseitig nicht verdrängten, sondern auf unterschiedlichen Bahnen und Ebenen neben und übereinander herliefen. Wie die Bürger der griechischen Polis sich ihre kollektive Vergangenheit aneigneten, das bestimmten die Feste, also die politischen Rituale. Der politische Mythos, die Poesie. Die griechischen Polis brauchten die Historiographie nicht, um sich zu orientieren. Innerhalb des Feldes öffentlicher Kommunikation blieb also die Historie in einer marginalen Position. Und daher übten die jeweils herrschenden Gruppen keinen Druck auf die Historiker aus. Die Historie blieb unbehelligt von politischem Homogenisierungsdruck. Diese marginale Position der Historie war also kulturgeschichtlich ein riesiges Glück. Deswegen vermochte die griechische Historie, sich so eigenläufig nach der spezifischen Logik ihrer fachinternen Fragestellung zu entfalten. Und genau das nennen wir ja fachliche Autonomisierung. Der Vergleich mit Rom macht es deutlich. Römische Geschichtsschreiber begriffen sich als Verwalter des politischen Gedächtnisses der herrschenden Klasse. Und damit unterlagen sie einem sehr hohen Druck, ihre Meinungen, Ansichten und ihre Interpretation von Sachverhalten an herrschende Konsense anzupassen. Diese Einbettung, diese starke Verstrickung, hat die römische Geschichtsschreibung der Chance beraubt, sich als relativ autonomisiertes Wissensgebiet zu konstituieren. Und deswegen hatte die römische Kultur keine Chance, jemals einen Thukydides oder Polybios hervorzubringen. Was bedeutet das für unsere Gegenwart? Es bedeutet, dass wir ganz schnell die autonomisierte Wissenschaft wieder verlieren können. Denn an den westlichen Universitäten breitet sich eine Ideologie aus, welche die maßgeblichen Errungenschaften der Wissenschaftlichkeit verwirft. Es ist ein buntes Gemengelage von postkolonialer Ideologie,
von Anything Goes unter dem Namen Diversity und von Identitätspolitik von sogenannten Opfergruppen. Alle drei zerstören den wissenschaftlichen Umgang mit den Dokumenten der Vergangenheit. Die Gedächtnispolitik von Opfergruppen verwischt den Unterschied zwischen Opfern und Nachfahren und sie selektiert die Vorfahren entsprechend der Identitätskonstruktion. Indem man sich als Nachfahre von Opfern gebärdet, konstruiert man sich zu einem zeitübergreifenden Kollektivsubjekt, das gelitten hat, angeblich, und dafür fordern darf. Darum begegnet uns immer häufiger das Phänomen mythomatisch erzeugter Leiden, welche einzig und allein innerhalb einer spezifischen Gedächtnispolitik wirken. Zwar ist ein solches transgenerationelles Kollektivsubjekt mit moralischen Ansprüchen nichts weiter als ein mnemopolitisches Konstrukt, und die beschworenen Leiden in der Vergangenheit haben meist keinerlei historischen Anhaltspunkt. Aber auch mythomatische Leiden wirken. Sie verstärken nämlich Erinnerungen für Entrüstete und liefern Entrüstungen für Unwissende. Und hier droht Nietzsches Warnung aktuell zu werden. Niemand lügt so sehr wie der Entrüstete. Inzwischen haben wir Werke von Wissenschaftlern, die das historische Lügen ganz offen verteidigen. Der in London lehrende Politikwissenschaftler Gilbert Achkar, französisch publizierend, aber arabischer Abstammung, behauptet schlicht, die sogenannten Unterdrückten hätten ein Recht auf Rassismus und folglich gäbe es auch ein Recht auf Leugnung historischer Tatsachen. Ich zitiere: Sollte man nicht zwischen einer Leugnung, die von Unterdrückern kommt, und einer Leugnung aus den Mündern der Unterdrückten einen Unterschied machen? So wie der Rassismus der herrschenden Weißen vom Rassismus der unterdrückten Schwarzen zu unterscheiden ist? Wer sich einen moralischen Sonderstatus zumisst, nämlich als Opfer, macht sich immun gegen allgemeine Normen. Er braucht den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit nicht mehr zu beachten. Er braucht sich nicht mehr an die Regeln der Wahrheitsfindung zu halten. Was Achkar fordert, ist kein Witz, meine Damen und Herren. Diese Haltung hat die französische Geschichtswissenschaft zu spüren bekommen im Jahre 2005, 2006 beim großen Streit um die Sklaverei. Historiker betätigen sich zunehmend als Fürsprecher von Gruppen, die identitätspolitisch motivierte Forderungen stellen. Eine bequeme Taktik ist es, Argumente, die der eigenen Meinung entgegenstehen, wegzuwischen, indem man sie einer White Perspective zurechnet, Perspektive der Weißen. Dabei übernimmt der Rassenstandpunkt die ehemalige Funktion, an die wir uns noch erinnern vor 30 Jahren, des Klassenstandpunktes. Wissenschaftliches Argumentieren wird dann sinnlos. Wenn Historiker anfangen, solcher Gedächtnispolitik zu dienen, dann subvertieren sie die Historie als Disziplin. Denn sie sprechen der Wissenschaft das Recht ab, Falsches als falsch zu bezeichnen und Fake History als Fake History zu benennen. Und zwar, weil man den Unterschied zwischen Histoire und Memoir tilgt. Verwischt man diese Differenz, dann diktiert die Gedächtnispolitik der Wissenschaft zuerst, was wichtig ist und später auch noch, was Wahrheit ist. Und wenn der Bezug zur Wahrheit verloren geht, dann ist, wie Hannah Arendt so schön sagte, alles möglich. Nimmt dieser Trend überhand, tja, dann wird das Fach Geschichte als universitäre Disziplin einfach verschwinden. So what? Allerdings liegt es an uns, ob das geschieht oder nicht.
Dankeschön.